Heute konnte man sich in Bozen noch frei bewegen und das haben auch die Schützen getan. Sie gingen für Katalonien auf die Straße. Mit einem stillen Fackelzug vom Museum für moderne Kunst zum Bozner Gefängnis drückte der Schützenbund den verurteilten katalanischen Politikern seine Solidarität aus. Landeskommandant Wirt Anderlan hielt eine kurze Rede, in der er die spanischen Strafen gegen die katalanischen Politiker wegen deren Unabhängigkeitsbestrebungen als inakzeptabel bezeichnete. Die Schützen appellierten auch an den Landtag, sich mit den Häftlingen solidarisch zu erklären und sich dafür einzusetzen, dass der Konflikt zwischen Spanien und Katalonien friedlich gelöst wird.